Unica City Fraktionen. Rettungsdienst. Operationen, Erste Hilfe und Brände löschen. Das sind die Medics. Man lebt nur einmal. Wir sorgen für ein gesundes und langes Leben auf Unica City. Der Rettungsdienst ist zum derzeitigen Zeitpunkt die größte Fraktion mit 43 Mitgliedern. Angeführt wird die ganze Fraktion von The Panda Warriors, Kuscheliges Babe und Proxy. Die Basis des Rettungsdienstes befindet sich auf der Karte hinter der Stadthalle im Krankenhaus. Zu den Aufgaben des Rettungsdienstes gehören zum einen Erste Hilfe und Brände löschen, aber auch Operationen sowie die Blutgruppe der Spieler zu bestimmen. Wenn ihr dem Rettungsdienst beitreten möchtet, müsst ihr gewisse Voraussetzungen erfüllen, die da wären: Level 3, 12 Jahre jung, eine Führerscheinlizenz und Teamspeak mit funktionierendem Headset. Erfüllst du diese Voraussetzungen und möchtest gerne anderen Spielern auf dem Server helfen, dann bewerb dich jetzt beim Rettungsdienst. Den Link zum Bewerbungsformular im Forum findest du in der Videobeschreibung. Ich persönlich brauchte den Rettungsdienst aufgrund des Noob-Schutzes zum Glück noch nicht so häufig. Außer, als ich im Krankenhaus meine Blutgruppe bestimmen lassen musste. Der Umgang war sehr freundlich und mir wurde auch sofort geholfen. Ich konnte schon live Zeuge eines Rettungsdiensteinsatzes sein, als sich ein Spieler vom Dach eines hohen Gebäudes gegenüber der Stadthalle stürzen wollte. Sehr schnell war die Feuerwehr vor Ort und spannte das Sprungtuch. Auch ein Arzt und mehrere Sanitäter waren zur Stelle, um Erste Hilfe zu leisten. Und zum Schluss, wie ist eigentlich das Ansehen der Fraktion Rettungsdienst auf Unica City? Schreibt's gerne in die Kommentare. Hallo und willkommen zurück hier auf Unica City. Ich hoffe, die Fraktionsvorstellung gerade hat euch gefallen. Das habe ich natürlich vor, bei den anderen Fraktionen auch noch zu machen, aber in ganz gewissen Abständen. Also, ich werde die jetzt nicht rausprügeln, jede Woche eine Fraktion, sondern so richtig langsam nach und nach. Ich bin ja noch eine Weile hier am Start. Und vielleicht werde ich das in Zukunft sogar ankündigen, wenn ich weiß, ich schneide jetzt ein neues Video über eine Fraktion, sodass dann ihr mir Videos zusenden könnt, wo zum Beispiel ein Live-Mitschnitt ist, wo zwei Fraktionen einen Krieg haben. Weil ich fand das ganz lustig, als am Spawn letzte Woche da hinten jemand vom Haus stürzen wollte und ich da direkt so ein Beispiel hatte, so ein Live-Mitschnitt, wie das eben stattgefunden hat. Aber heute geht's erst nochmal weiter um die Shops, denn Shops, ich habe mich im letzten Part schon vertan. Ich sag Shops, dabei meine ich Jobs. Es geht nochmal um die Jobs, denn ich hatte im letzten Part schon gesagt, dass ich dieses Hochseefischen ganz nice finde. Und da laufen wir jetzt mal hin. Ihr seht, ich laufe schon ohne Navi. Also, so Stück für Stück lernt man eben die Map kennen. Allerdings, ich weiß jetzt an der Stelle hier gerade nicht, was der kürzere Weg ist. Oh, da hinten ist ein Gebiet von einer bösen Fraktion. Ich verrate mal nicht welche. Vielleicht, weil ich es nicht weiß, aber ich glaube... Nee, ich sag einfach gar nichts. So, Quatsch. Jobs. Hochseefischer. Und bitte die Route dahin anzeigen. Okay. Gerade durch. Da kommt man sogar durch. Man sollte nicht immer so schnurstracks dem Navi nachlaufen, weil es kann dann sein, man kommt dann halt nirgendwo vorbei und muss dann halt doch nochmal außen rum. Aber hier geht es gerade. Was ist das denn? Steht ja gar nichts dran. Ja, auf jeden Fall muss ich auch noch ein Haus mieten. Es gibt ja auch das Neulingshotel, aber ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, was ich jetzt schon in einem Hotelzimmer machen soll. Ich will erstmal ein Auto, damit die Jobs halt effektiver genutzt werden können. Weil mit dem Auto bist du so schnell. Hier steht auch ein... Oh, hier ist eine Schießerei. Aber da hinten komme ich durch. Die Ecke kenne ich schon hier. Was ist denn hier los? Alter! Was habe ich euch gesagt? Das sieht aus... Ich glaube, das sind die Triaden. Ist das geil. Oh, das macht so Fun. Ich freue mich schon, wenn ich dann in der Fraktion bin. Du hast ja hier immer Action irgendwie.
Nun ist das leider so, dass es ist so, dass die Fraktionen ja eine gewisse Aktivität wünschen. Und das muss ich mal sehen, wie ich das einpegeln kann mit Arbeit und in anderen Projekten. Und hier fange ich auch wirklich wieder an zu schneiden, sodass dann, ich kann halt nicht, könnte schon, aber es wäre vielleicht dann nicht so abwechslungsreich. Fischer. So, machen wir erstmal den Job. Gehen wir ein bisschen angeln. Wir können jetzt auch Feind Schwarm. So. Dann zeigt er mir die Position, wo der Fischschwarm ist. Hinter dieser Sandbank. Ich glaube, die sind auch immer woanders. So, und jetzt Catch Fisch. Nein, verschrieben. Dann wirft er das Netz aus. Finde ich mega nice. Jetzt müssen wir halt ein paar Sekündchen warten. Hallo. The Chiller Pro. Ihr seht jetzt rechts, ich habe nur noch 4 Fischernetze. Eigentlich hat man immer 5, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sich da die Zahlen auch ändern. So randommäßig. So, jetzt habe ich aber 13 Kilogramm. Hallo? Genau. Kilogramm Fische. Ich wollte ihn jetzt halt nicht wegbam da. So, dann geben wir mal Feindschwarm ein. Ey, da war ich doch gerade. Hä? Wir können das ja direkt mal jetzt machen. Dann seht ihr auch, was kommt, wenn wir schon einen Fischschwarm gehabt haben. Du hast dir schon dein Fischernetz ausgeworfen. Okay, jetzt muss ich halt selber suchen, weil er wird mir wahrscheinlich immer wieder diesen Schwarm da anzeigen. Es sei denn, ich bin weit genug entfernt und er zeigt mir dann den nächsten an. Nee. Aber das Gute ist, hier sind auch noch andere Spieler. Ich kann mich ja dann einfach nach denen richten. Bei dem Flabiox zum Beispiel. Hier ist doch ein Fischschwarm. Hui. Hä? Okay, das sah ein bisschen komisch aus, aber das Netz ist weg. Und es steht auch, ich muss warten. Also passt das. Also ich habe noch gar nicht viele Aufnahmen am helllichten Tag gemacht. Fällt mir gerade so auf. Da war es schon. Wie lange dauert das denn? Jetzt. So, mal sehen, ob er jetzt was anderes anzeigt. Ne, immer noch da hinten. Gut, dann suche ich eben selber. Ah, bei ihm klappt es anscheinend. Fischen wir ihm einfach hinterher. Das ist aber ein großes Boot. Übrigens, wo ich den Trailer machen wollte, wäre ich so gerne da oben gewesen, um so eine Overview von da hinten, diesem Inselgebiet, oder es ist ja keine Insel, aber so eine Halbinsel, zu bekommen. Aber da konnte man absolut nicht drauf. Und hier unten, an der Reling sozusagen, da war die Reling im Weg. Ich habe Fische gefangen. So, warte, wo hat er auch? Wir können es ja nochmal probieren. Ah, jetzt zeigt er mir einen anderen an. The Chiller Pro, der war doch gerade beim ersten Schwarm auch. So, noch dieses Netz und dann habe ich noch ein Fischernetz. Und dann müssen wir zurück zu dem Leuchtturm, also auf den Steg. Into the night. Das passt gerade. Komm. Kam's schon? Nee, ne? Jetzt aber. Und da hinten der letzte Schwarm für mich. Heute. Man könnte natürlich dann auch 25 Minuten warten. Und dann hier wieder diese Quest machen. Aber das lohnt sich einfach nicht. Da kann man in der Zeit auch ruhig über die Map laufen und zu einer anderen Quest gehen. Und je nachdem, wie wir es dann jetzt zeitlich noch schaffen, machen wir noch eine andere Quest.
einen anderen Job. Hab jetzt zweimal Quest gesagt, mein Gott. Jetzt haben wir 64 Kilogramm Fisch. Hui. Soll das ein Anker sein? Sieht schon so ein bisschen danach aus, aber der hängt doch niemals so auf einem Boot. Ja, vielleicht ist auch was anderes. Aber die Kräne sehen auch cool aus, halt nicht alle genau gleich. Außer die da. Weg da! Und... Ah, so. Tatsächlich ist das komisch. Bei den Netzen muss man Fisch auf Englisch schreiben, also F-I-S-H. Seht ihr ja bei Catch Fish. Und hier schreibt man Drop Fish mit I-S-C-H, also auf Deutsch. Ist aber eigentlich nicht so wichtig. Ja, was hat denn das gegeben? $76. Ist schon eine Quest, wo es ein bisschen mehr gibt. Würde ich meinen. Navi, und jetzt gehen wir zum nächsten Job. Und zwar Bergarbeiter, denn der ist ganz in der Nähe, irgendwo in diese Richtung. Und wenn wir beim Bergarbeiter sind, da unten ist übrigens der Flughafen. Also meine Ortskenntnis wird von Mal zu Mal besser. Cool ist natürlich, wenn man irgendwie nach ein paar Wochen alles auswendig kennt. Na gut, ich glaube, da muss man mehr als ein paar Wochen spielen. So, also Bergarbeiter, und dann können wir auch direkt Uran machen. Das müssen wir aber dann zum Atomkraftwerk transportieren, wenn wir Uran abbauen. Und das ist schon eine deutliche Strecke quer über die Map. Ach, das ist eine Baustelle. Ich habe mich letzte Mal schon gefragt, als ich hier vorbeigelaufen bin. Weil ich da nicht reingeguckt habe hier. Da ist ein Bagger. Der ist sogar an. Der qualmt. Ach ja, das ist das Neulingshotel hier. What? Neulingshotel. Ja, das will ich aber jetzt nicht. Vielleicht gucken wir uns das trotzdem mal an. Für die, die es interessiert, aber... Ich weiß doch gar nicht, was das kostet am Anfang. So, Start Stone. Start Stone. So, jetzt bekomme ich hier auch eine Eisenspitzhacke. Das kennt ihr ja schon vom Holzfäller. Ihr kriegt dann das Werkzeug für den Job und danach ist das wieder weg. 7 Stück. Man kann es natürlich nicht doppelt abbauen, also das verschwindet halt nicht. Da bin ich gleich mal gespannt in der Uranmine. So, 5. Ich glaube, Moment. Wir gucken mal eher hier vorne, wo noch ein bisschen Licht ist, damit ihr auch was seht. Also ich erkenne auch was, aber aus Erfahrung weiß ich, dass die Aufnahmen dann dunkler werden. Ich habe schon mal versucht, da einen Filter drüber zu legen, ging total schief, der hat dann irgendeinen Blödsinn gemacht. Also ich habe das in einem Livestream mal versucht. Ja, Livestream gibt es auch. Mal sehen, wahrscheinlich auch mal von Unica City. Wenn es ein Event gibt oder so, wäre das ja mal eine gute Gelegenheit. So, hat man den schon? Wahrscheinlich hatte ich den schon wieder und ihr denkt jetzt alle, wie dumm ist der denn? Ne, hatte ich noch nicht. Okay, ich bin nicht dumm. So, das bekomme ich jetzt hier auch direkt ausgezahlt oder besser gesagt aufs Payday-Konto. Und am Payday wird es dann ausgezahlt. $23, hier sieht man, es ging schneller, gibt halt ein bisschen weniger dafür. So, und dann machen wir noch, ja, Zeit. Uranmine, ich weiß nicht. Ne, ich würde es hier direkt beenden, sonst gehen wir dann doch wieder weit über 15 Minuten, wenn ich das Uran abbaue und dann auch noch zum Atomkraftwerk laufe. Das ist dann wieder komplett da hinten und die Uranmine ist irgendwo da hinter dem Berg. Oder war die vielleicht sogar bei dem Schneeberg? Ich,
Irgendwie war da auch Schnee. Ist jetzt auch egal. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Die Server-IP, die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Oder besser gesagt, das Forum, die Homepage. Also alles eigentlich. Und auch da ist der Code, wenn ihr mitmachen wollt. Dann bekommt ihr ab dem 10. Level 14 Tage Premium. Und ich 10. Ist ja auch was, ne? Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss.